Tiefste, engste Stelle der Bayerischen Ruhr. Felsen sind Kalksteine der Formation Jura und entstanden vor 180 Millionen Jahren in einem tropischen Meer. Der Lauf der Donau war weiter nördlich im Flussbett der Altruhr, dem Urdonautal, bis sie sich hier bei Weltenburg durch die Jura-Kalkfelsen gegraben hat. So entstand der Donaudurchbruch. Ohne menschliche Hilfe, ohne Sprengung, allein durch die Gewalten der Natur. Links am Felsen die heiligen Figuren, der heilige Nepomuk, der Wasserschutzpatron und Brückenheilige von Prag. Wir befinden uns nun im Donaudurchbruch. Der Fluss ist hier nur 80 Meter breit, aber je nach Wasserstand bis zu 20 Meter tief und somit die tiefste und engste Stelle der Bayerischen Donau. Die Fließgeschwindigkeit der Donau beträgt 2,5 Meter pro Sekunde. Auf der linken Seite die lange Wand. An der langen Wand sind 65 eiserne Ringe angebracht. Daran haben sich früher die Kahnführer mit einem Bootshaken von einem Ring zum anderen gegen die Strömung nach oben gezogen. Die drei Felsgruben auf der rechten Seite sind die drei versteinerten Brüder. Sie werden auch die drei Feindlichen genannt, weil sie niemals zusammenkommen. Der Weg am linken Ufer der Donau erinnert an das Treiben. Früher wurden von Pferden mit Salz beladene Kähne mit Seilen stromaufwärts gezogen. Sie kamen von Bad Reichenhall über den Inn und von dort ab Passau auf der Donau. Insgesamt 5 an der Zahl, diesen Teil der Bayerischen Donau befahren. Die Fahrgeschwindigkeit, die Lautstärke der Motoren sowie die Anzahl der Fahrten ist begrenzt. Alle an Bord anfallenden Abwässer werden in speziellen Tanks gesammelt und später entsorgt. Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass dem Natur- und Umweltschutz ausreichend Rechnung getragen wird. Freizeit- und Güterschifffahrt sind hier nicht erlaubt. Bereits seit dem Jahr 1925 verkehren motorbetriebene Fahrgastschiffe zwischen Kielheim. Ich bin mit Regina.